Traktionsprobleme. Dreimal kennen wir Rad, da waren wir schon wieder dunst. Könnte man wieder enden mit. Ich jetzt der das vierte Mal. Auch der dritte Schnitt von denen Wiese. Aber ich will euch mit dem Thema jetzt nicht mehr weiter langweilen. Vielleicht gibt es dann noch Resümee, wie viel Ball es gehen hat. Aber dann war es jetzt auch mit M für dieses Jahr. Versprochen. Auf dem Weg haben wir jetzt 4. Und anscheinend kann unsere Presse wohl auch over the edge Wicklung. Allerdings halt nur äußerseitig. Und auf dem sind es 8. Mit heute mal wieder unseren Junior Deckbulle raus da, auf die Weit. Ist der Hobe da, wo Eisengitter rum ist. Einfach zu meinem Wink gewöhnen, dass der weiß, was Strom ist und so. Macht es eigentlich schon ganz gut, aber ihm gefällt es halt nicht so, da ist ja Leute, du. Aber halt darf er mit der Dame mit. Es verschandelt ein fast ein wenig dieses poplige Halfter, aber in der Größe gibt es halt einfach nichts. Geh Silas, hm? So Leute, ich bereite jetzt unser Kartoffelgespann vor. Vorne der Mulcher als Krautschlägler, der hat der Auto-Reverse-Getriebe, von dem her können wir den auch so rum anhängen. Dann der MT als Zugfahrzeug und dahinter unser Grimme Europa-Standard. Den muss jetzt nicht näher rum, weil es ist bei uns komischerweise immer so, wenn eine Maschine über ein Jahr steht, dann sammelt sich da also was Sache. Und in der Kombi kann man dann Gehäppsel raus tun, sobald das Wetter ein bisschen besser ist. Momentan ist noch zu nass, aber es soll wieder besser werden. Ich hab doch ein wenig gut voll. So, wir sind heute wieder beim Kiol auf der Weit, aber mit einem Unterschied. Mit alles mehr wie heute Morgen. Britt hat nämlich ein Käble gekriegt. Da kann ich euch noch ein paar Handy-Video-Ausschnitte zeigen. Meine nämlich dabei. Und jetzt holen wir sie heim. Da sind sie, unsere zwei. Du hast hübsch gemacht. Ich schätze, den kleinen müssen wir tragen. So weit kann er wahrscheinlich noch nicht laufen. Geh du. Das ist Elena, die dort Kontante spielen. Geh du. Komm.
ankapituliere mir so Gebriti. Trotzdem ziemlich schwer, der Kleine. Der Bulle ist schwer. Komm mit, Briti. Hey, Briti. Komm, Brita. Bist du? Der Nummunzelt sind so kleine Bonita. Aktuell heißt jetzt Bonita. Sie hat jetzt ein wenig getrunken, aber gestern Abend haben wir festgestellt, sie hat sich schon eine Britta bedient gehabt. Also gestern Abend hat sie gar keinen Durst gehabt. Und man darf die Jersey-Kälte jetzt auch mit dem Fleckvieh oder Braunvieh, was ich auch so gleiche von der Größe her. Also es trinkt weniger, es ist einfach auch kleiner. Das war natürlich ein Scherz. Wir gehen dem Karmic und Volanter. Der MT ist ja doch ein wenig sparrig. Geh, Yoshi. So, und wie ihr seht, mit Kräuter ist jetzt nicht mehr so viel los bei den Hennepfen. Also, es wird das höchste Zeit, dass sie rauskommen. Der Hagel war jetzt auch nicht mehr so geschickt. Jetzt hat es halt auch schon viel Grüne oben drin, weil es halt einfach Kräuter für die Schatten fehlt. Aber deshalb tun wir es jetzt ja auch raus, dann passiert nichts mehr. Steil im Hennepfel raus, du. Jawohl, jawohl. Nur wegen Hauptspreine tanken. Also, weil der Brückbräuch da ist. Da wir ja keinen Nonstop-Punkt geholt, müssen wir so halt ein bisschen Platz schaffen. Der erste Waage ist voll, das Wetter zieht zu, eigentlich hat der keinen Regen gemeldet, aber wenn man jetzt mal guckt. Sieht das Tür ist voll durch. Go!
grob schätze, glaube ich, wird heute schon noch nass. Der letzte Bunker von der ersten Sorte haben wir jetzt. Noch ein Regenreiter. Das erste Mal, dass die Maschine nass wird. Und wir sind wieder back in business. Weil es auch nicht so schlimm ist, auszusehen heute, dass ich das hat. Achterradfahrer ist schon kein Problem. Von unseren drei Achsen sind ja zwei lenkbar in dem Gespann. Aktionsprobleme. Ist halt gleich schmierig nach dem Regeln. Aber wenn man bedenkt, das Anton 724 gebrochen für zwei Reihen, darf das ja ruhig vorkommen bei uns. Sollte ich aber wieder auf die Maschine. Halt! Bin ich wieder da. Es liegt nicht am Lukas. It? Nein. Okay. Du hilfst dich wie wenn. Ja. Das war's jetzt mit der Headfront für dieses Jahr. Der erste war Marabel. Das war jetzt Annalena. Vor Wegefolge. Reicht übrig. Jetzt Maschine husseputzen, dass der Dreck husse ist. Und dann war es fast mit der Ernte für dieses Jahr. Da haben wir noch unsere Zerdickriebe, die müssen wir noch raus tun. Und sonst war es das eigentlich. Ja, zu unserem Vollernter noch ein paar Worte. Es ist ein Grimme Europa-Standard. Er ist alt, genau das Alter weiß ich, findet er kein Typenschild. So noch gesehen, ein Tag war im Einsatz, jetzt drei, nächste 364 startet er da wieder. Ja. Das ist auch wieder theoretisch ein Luxus für uns. Die Bereue kennt man sicher auf der Hand raus, da, aber die Maschine ist abgezahlt. Kostet fast nichts im Unterhalt. Braucht halt ein wenig viel Platz, aber sonst zuverlässig. Also der Standard, den man früher in Europa gehabt hat. Ja, nach dem Rauflaufen und der Aufnahme vom Garten gemacht. Sieht einfach geil aus, wenn es blüht. Das Ganze schon Richtung Herbst, von dem her wird das ja das letzte sein. Was blüht.